Hallo, ich möchte ein bisschen Sport machen und das bietet sich an, dass ich heute mal das mit einem Test verbinde, mit einem Energy Drink. Muss ich kurze Geschichte dazu erzählen. Vor ungefähr einem halben Jahr hatte ich mal eine Anfrage, war es ein Mail oder ein Brief, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ein Mail war es, ja. Ob ich ein Produkt testen will von einem jungen Startup, das Energy Drinks herstellt und ob ich da Interesse hätte, dann habe ich halt kurz und knapp geantwortet, eigentlich eher weniger, weil ihr wisst ja, ich mache keine Werbung auf meinem Kanal und der Kanal ist nicht monetarisiert. Und dann ist es auch wieder gut gewesen, habe denen meine Gründe da mitgeteilt und habe das schon wieder vergessen. Und in letzter Zeit habe ich öfters mal Videos angeschaut von den Free-Running-Schlappen und die haben da genau diesen Energy-Drink beworben, die arbeiten mit denen zusammen, habe ich gedacht, ha gut, waren das die, die dich gefragt haben damals? Nachgeschaut, tatsächlich. Da habe ich mir gedacht, eigentlich könntest du das ja mal probieren, ohne kommerzielle Interessen. Habe mir die Adresse rausgesucht und habe gefragt, ob sie mir nicht jetzt doch eine Probepackung schicken, dass ich das einmal ausprobiere, ohne irgendwelche Forderungen von mir oder von denen, also rein einfach, um das zu testen. Und er sagt, natürlich, schicke ich dir, mache ich heute noch fertig. War der Matze, glaube ich. Und einen Tag später war das hier. Holy Energy. Habe ich noch nie irgendwo auf dem Zeiger gehabt, weil es bei uns nicht im Laden verkauft wird. Aber durch die Schlappen bin ich darauf aufmerksam geworden und habe gedacht, kannst du mal testen. Jetzt machen wir das mal auf und schauen, was in dem Päckchen drin ist. Ist relativ leicht. Ich gehe mal davon aus, dass ein paar Tütchen sind, verschiedene Geschmacksrichtungen. Nö, ist tatsächlich ein richtiges kleines Testpaket. Ist ein Shaker dabei. So ein Getränkeshaker mit dem Firmenlogo drauf. Dann eine Packung in Blau. Er schließt sich mir jetzt noch nicht, was das für Geschmacksrichtung ist. Es sind lauter so Tütchen drin, so kleine Portionstütchen. White Peach, Lemon, Strawberry Kiwi. Zeige euch die mal. Wie so Brausetütchen. Ist ja lustig. Erinnert mich voll an die Fregeo-Brause. Dann Lemon und White Peach. Da muss ich schauen, für was ich mich heute entscheide. Die werden natürlich nicht alle auf einmal testen. Sour Cherry. Also gibt die in jeder Menge Geschmacksrichtungen. Portioniert wie die alte Brause. Lassen wir das gleich mal heraus da. Honey Lemon, Black Tea, Mango Passionsfrucht. Das ist also so Eistee-sortenmäßig in der Packung hier. Also erstaunliche Vielfalt. Im dritten Päckchen. Apple Alligator, Citrus Cobra. Das sind also verschiedene Serien oder Linien. Hier mit einem Piranha, Pomegranate Piranha, Citrus Cobra, Fruity Fog. Ja, da werde ich jetzt halt wahrscheinlich mal zwei, drei aufreißen und mal checken. Jetzt muss ich ein bisschen warten, ist früh am Nachmittag, ich habe gerade Mittag gegessen, heute gab es üppig. Eine Schlachtplatte, eine kleine, was heißt Schlachtplatte, sagen wir jetzt Sauerkraut. Deswegen muss ich jetzt erst noch ein bisschen warten mit dem Sport. Aber danach mal schauen, was ich mir da aufreiß. Das ist natürlich bloß jetzt, werde ich mal zwei verschiedene machen und euch dann sagen, was ich für einen Eindruck habe.
500 Milliliter Wasser kommen da rein in den Shaker. Man kann auch Eis reintun. Dann so ein Tütchen von dem Pulver und dann schauen wir. Und jetzt schauen wir, was noch. Ach, schau, da hat er. Haben die noch unterschrieben drauf. Die drei Firmenbosse, Matze, Philipp und der Ferdi. Außen steht noch drauf, vegan, no sugar, super fresh. Also no sugar ist schon mal eine gute Ansage. Zucker will ich auch ein bisschen meiden, ist in meinem Alter nicht mehr gesund. Dann sehen wir uns nachher in meinem Gartenstudio, da werde ich ein kleines Zirkeltraining machen. Werden wir während des Trainings mal so Getränke zu Gemüte führen und danach eins. Und dann werde ich euch berichten, was ich für einen ersten Eindruck habe. Bis nachher, ciao und servus. Ich werde so eine halbe, dreiviertel Stunde trainieren und habe mir jetzt schon was rausgesucht. Vom Training werde ich mir das hier genehmigen, was Fruchtiges, Sour Cherry. Haben jetzt ein bisschen weniger als die angegebene Wassermenge in den Mixer rein. Jetzt reißen wir mal auf das Tütchen. Erinnert mich echt total an die alten Brausegetränke. Machen wir die nochmal auf. So ein Shaker-Gitter drin in der Originalflasche da. Und rein mit dem Zeug. Dürfte es in etwa so zum kleinen Messbecher entsprechen, wie man es aus den ISO-Getränke kennt, die ich öfters beim Radfahren benutze. Nehmen wir einen kräftigen Schluck vorher. Dann geht es ein bisschen, schaut er einfach zu. Ich hätte halt sowieso trainiert. Deswegen verbindet man das gleich. Prost. Ja, schmeckt tatsächlich nach so einer Wild Cherry. Süße ist ausgewogen, nicht zu übertrieben süß. Ein guter Fruchtgeschmack. Machen wir mal ein paar Schluck. Was ich schon mal klasse finde, ist die Portionierung in den Tütchen. Kann man also auch gut mitnehmen. Jetzt fangen wir mal an, machen wir eine Runde Sandsackboxen, ein bisschen Seilspringen und danach ein bisschen Krafttraining. Wäre halt sowieso dran gewesen.
So, jetzt bin ich fertig. Gute halbe Stunde, so 35 Minuten. Beim Training haben wir jetzt die saure Kirsche begleitet. Die hat mir geschmeckt. Jetzt probiere ich noch ein zweites, und zwar aus dem anderen Paket. Ich lasse da extra was drin, da lasse ich meine Frau noch mal probieren. Das schaut doch mal gut aus. Pomegranate Piranha. Ich glaube, das ist Granatapfel. Was wäre noch alternativ? Apple Alligator hört sich auch nicht schlecht an. Jetzt nehmen wir den Granatapfel, weil der Piranha schaut so geil aus auf der Tüte. Habe noch ein Wasser hergerichtet in einer anderen Flasche. Zum Ausklang. Ich bin ja kein Gamer nicht, deswegen benutze ich die Energie für den Sport. Die trinken ja auch Energy Drinks, habe ich gehört. Haben wir mal Pomegranate rein. Alles drin? Ja. Shake it, Baby. Dann langt es für heute. Mit dem Sport jeden Tag ein bisschen was. Gestern war ich laufen. Abends nach einem feudalen Mittagessen bei einem chinesischen Buffet ist mir schwer im Magen gelegen, habe mich durchgequält, aber so, jetzt hat probieren wir, wie die Pomegranate Piranha schmeckt von Holy. Die ist sehr intensiv, noch extremer wie die Cherry. Also ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig Wasser rein, weil ich gedacht habe, sonst wird es zu dünn, sonst schmeckt man nichts. Aber das ist bei 400 Milliliter mehr wie ausreichend. Kann man also noch gewaltig strecken, glaube ich, wenn das zu intensiv ist. Reicht es vielleicht sogar in 1 Liter. Man muss auch 2 Flaschen verteilt beim Radlfahren. Ist jetzt fast ein bisschen intensiv, aber geschmacklich gut. Hat er keinen Zucker drin, und ich schildere meinen persönlichen Eindruck. Was man ganz leicht wahrnimmt, ist halt der Süßstoff. Wer schon mal Süßstoff verwendet hat, weiß, dass das ein bisschen eine andere Süße ist. Aber man kann nicht alles haben, Zucker oder ohne Zucker. Auf jeden Fall mega intensiv, was aus der kleinen Tüte rauskommt. Für einen halben Liter würde ich sagen, fast zu intensiv. Kann man noch strecken. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier mit irgendeinem anderen Thema nächstes Mal. Ich sage danke für die Probepackung, dass ich das mal testen konnte. Ich persönlich habe es nirgends zu kaufen gesehen. Aber ich finde das klasse, wie es portioniert ist. Das finde ich schon mal super. Und die anderen Geschmacksrichtungen werden natürlich so nach und nach einmal testen. Beim Radlfahren in die Flasche rein und so. Bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.